Ich habe natürlich auch Bilder gesehen von Operationen, die nicht so gut gelaufen sind. Es hätte was schief gehen können. Durch die OPs habe ich natürlich ein ganz anderes Körpergefühl gewonnen. Ich war schon immer eine selbstbewusste Person. Aber jetzt habe ich halt irgendwie das Gefühl, keiner kann mir was. Ich bin Jolene, 26, und ich wurde wegen meinem Lipödem operiert. Also bei der letzten Doku habe ich meine allererste OP gehabt und das waren meine Arme. So, ich liege jetzt im Bett zur Vorbereitung und werde jetzt sofort in den OP geschoben. Eine Beruhigungstablette bekomme ich leider nicht mehr, weil es sich nicht mehr lohnt. Seitdem hatte ich insgesamt noch weitere 3 Operationen. Mein Leben, bevor ich die Operation hatte, war ein bisschen beeinträchtigend, was den Sport betroffen hat, was generell die Lebensqualität betroffen hat. Das Schlimmste am Lipödem, was man nicht sehen kann, sind die Schmerzen, definitiv. Und das Schlimmste, was man am Lipödem sehen kann, da das ja eben eine Fettverteilungsstörung ist, ist einfach das äußerliche Gesamtbild. Wenn ich zurückdenke, hat mich alles frustriert irgendwie, weil ich auch im Gegenzug gesehen habe, was meine Freunde alles machen konnten, was ich nicht machen konnte. Und irgendwie hatte ich auch niemanden, der das genauso fühlt wie ich. Ich konnte nicht lange laufen. Längere Spaziergänge hatte ich eigentlich gar keine Motivation zu. Wollte ich nicht machen, weil ich wusste, es endet sowieso nur wieder darin, dass ich dann wieder diese Art von Wachstumsschmerzen habe. Das ist eine Art auch Druckgefühl. Wasser lagert sich ein und dementsprechend hat man dann auch wenig Lust, irgendwie was zu unternehmen. Und dann irgendwann darauf angesprochen zu werden, oh, deine Beine sind schon dick oder das und das sieht irgendwie unstimmig an dir aus. Im Gesamtbild ist das super frustrierend. Die Diagnose Lipödem habe ich ungefähr vor 3 Jahren, sprich 2021, bekommen. Ich hatte gar kein Problem damit, die Diagnose zu bekommen. Ich habe eher eine Dankbarkeit gespürt. Das Lipödem hat sich bei mir am schlimmsten geäußert in den Armen und in den Beinen. Die waren halt super uneben. Man kann das Lipödem strecken, indem man einfach Kompressionsstrumpfhose trägt oder Lymphdrainagen bekommt. Aber davon geht diese Krankheit ja auch nicht weg. Also diese Schmerzen hat man dann trotzdem. Und deswegen war mir sofort klar, dass ich den Weg mit den Operationen gehen würde. Ich wusste, wenn es das ist, was mein Körper braucht, dann mache ich das. Dieses Video ist wahrscheinlich eins der schwersten Videos, die ich jemals gedreht habe. Und zwar bekam ich vor ein paar Wochen die Diagnose Lipödem. Ich bin Kati und seit 10 Jahren Content Creatorin und seit ungefähr 2019 habe ich auch mit dem Lipödem-Thema zu tun. Es kam daher, dass mich Zuschauer darauf hingewiesen haben, dass ich eventuell sowas haben könnte. Bis dahin war auch meine Beine meine größte Unsicherheit, deswegen ist es nicht so auf offene Ohren gestoßen bei mir, das Thema. Habe mich dann aber letztendlich beraten lassen, die Diagnose bekommen und habe dann 2 OPs gemacht. Jetzt ganz aktuell ist tatsächlich das Thema nochmal bei mir aufgekommen, weil ich vor einer Woche meine 3. OP hatte und in ein paar Monaten dann noch meine 4. Den größten Vorwurf, den man bekommt, und ich glaube, das kennen auch alle betroffenen Lipödem-Patienten, ist, dass man doch einfach abnehmen soll. Man soll doch einfach zum Sport gehen und man ist ein bisschen zu dick und dann soll man einfach abnehmen. Genau, oder dann im Umkehrschluss heißt es dann, man ist ja zu faul oder man hat ja noch nicht alles versucht. Es gibt ja noch XYZ. Probier doch mal das. So, nee, ich habe schon echt viel durch und das war allein für die Psyche halt auch schon ganz schwierig. Für den Körper erst recht, weil ich habe mich anfangs immer nur irgendwie so in dem Ausschnitt irgendwie gezeigt und habe dann irgendwann mal mein Outfit gezeigt und dann kamen so Kommentare wie krass und ich dachte immer, du wärst voll schlank und ich nur so, ah cool, danke. Einfach unnötige Kommentare über den Körper, die man sich halt einfach sparen kann. Fettarsch, du hast fette Beine. Schüler aus der Unterstufe sind teilweise trampelnd hinter mir hergegangen, um mir damit zu zeigen, dass ich so dicke Beine habe, jedes Mal, wenn ich auftrete, dass es stampfen muss. Im Internet kamen Kommentare, häng dich, aber nimm einen dicken Strick, sonst reißt er. Und es wurde eine Facebook-Seite erstellt, die sich nannte Like a Wahl. Indirekt hat meine Psyche sicherlich irgendwo darunter gelitten. Ich habe auch einfach vieles verdrängt. Ich habe
tatsächlich aber trotzdem viele enge Freunde gehabt, von denen ich natürlich so viel Zuspruch hatte, dass es mir egal ist, was Person XY sagt. Die ganzen Kommentare unter dem letzten Video von True gelesen zu haben, war überwältigend, weil ich nicht damit gerechnet hätte. Viele haben geschrieben, dass sie sich, seitdem sie mein Video gesehen haben, dazu bereit fühlen, sich untersuchen zu lassen. Für mich war die Diagnose tatsächlich eine Erleichterung. Vor allem eigentlich das Gefühl, nicht schuld zu sein. Egal wie ich mich auf den Kopf stelle, das wird sich nicht krass verändern. Oder nicht so, wie es sich vielleicht bei anderen gesunden Menschen verändern kann. Obwohl natürlich eine Diagnose immer noch eine Diagnose ist und es ist eine chronische Krankheit. Aber mich hat es dann auch sehr erleichtert zu wissen, dass man da ein Stück weit was gegen machen kann. Ich glaube, so die größten Struggles, die Lipödem-Betroffene haben, sind natürlich die Schmerzen. Von außen am besten noch irgendwelche gut gemeinten Ratschläge und dass man seiner Situation so hilflos ausgeliefert ist. Dann ist ja noch das Thema mit den Finanzen. Mir schreiben Leute so, ey, sie haben ihr Pferd verkauft, sie haben ihr Auto verkauft, um sich eine Lipödem-OP leisten zu können, weil halt die Leute so verzweifelt sind. Für all meine 4 Operationen habe ich insgesamt 12.000 Euro bezahlt. Generelle Kosten werden nicht übernommen, zumindest nicht voll. Es kommt auf das Stadium drauf an. Preise einer Operation variieren je nach Klinik, je nach Methode, die der Chirurg anwendet. Bis ich 25 war, habe ich noch bei Mama gewohnt, war aber schon Vollzeit arbeiten. Das bedeutet, ich konnte wirklich eine Menge sparen. Zudem hatte ich gefühlt immer einen Nebenjob und hatte natürlich auch die Unterstützung meiner Familie. Meine Freunde waren es von mir gewöhnt, dass ich am Wochenende immer arbeiten bin. Ich bin so, so dankbar darüber, dass ich mir das leisten konnte. Ich weiß, dass es auch welche gibt, die sich das nicht leisten können. Da gibt es auch nicht wirklich besänftigende Worte. Deswegen erhoffe ich mir einfach nur von unseren Krankenkassen, dass diese Krankheit bald staatlich anerkannt wird und es Zuschüsse gibt. Lipödem war mir ein Begriff, da wir ja damals im Schwarzwald gewohnt haben. Und da hatte ich eine Freundin, die hatte das. Und die hat es sehr, sehr extrem. Also die kann heute kaum noch laufen. Da muss man einfach was tun. Und wenn die Krankenkassen da nichts unternehmen, ja, dann muss man eben selber, ne? Und dann unterstützt man auch als Mutter. Gar keine Frage. Für meine Kinder mache ich alles. Unterstützen konnte ich eigentlich nur, indem ich für sie da war, wenn Fragen waren oder wenn Probleme waren, zum Arzt, denn hierhin. Termine machen, zuhören, Ratschlag geben. Mehr kann man da nicht machen, ne? Den Weg selber muss sie gehen. Wenn dann irgendwie mir was auf dem Herzen lag, dann habe ich es eigentlich immer direkt angesprochen. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass Mama eigentlich immer, immer da war. Insgesamt hatte ich ja 4 Operationen. In der ersten Operation wurden meine Arme gemacht und ungefähr ein Jahr später sind meine Beine drangekommen. Das waren dann erst Vorder- und Innenseite, danach noch die Rückseite und die Außenseite und die letzte Operation war dann quasi nochmal, wo eventuell Korrekturen vorgenommen werden oder noch der Rest, der rausgeholt werden kann, dass der dann nochmal weggenommen wird. Insgesamt wurden bei mir knapp 6 bis 8 Liter krankes Fett entfernt. Also man geht nicht in eine Lipödem-Operation und denkt sich danach auch, es werden jetzt vielleicht 10 Liter entfernt und dann bin ich 10 Kilo leichter. Beim Lipödem geht es gar nicht um das Gewicht. Bei der ersten war ich so aufgeregt, dass ich wirklich tagelang davor nicht schlafen konnte. Ich habe natürlich auch Bilder gesehen von Operationen, die nicht so gut gelaufen sind. Es hätte was schief gehen können. Irgendwie weiß ich ja jetzt, was auf mich zukommt. Aber trotzdem habe ich mega Angst. Mal denke ich dann so, es geht alles schief und ich komme da nicht lebend raus. Und dann denke ich mir so, ja, aber mein Papa sagt immer, es ist halt das geilste Nickerchen, was es gibt. So. Und ich hoffe, dass das auch einfach so wird und ich dann später in 3-4 Stunden aufwache und denke, alles cool. Ich befinde mich jetzt einen Tag nach der OP. Mir geht es soweit gut. Ich bin heute auch schon die ersten Schritte gelaufen. Gestern ging es mir gar nicht so gut. Es war halt schon echt
heavy. Es wurden ungefähr 6 Liter entnommen. Genau weiß ich das noch nicht. Im Allgemeinen sind meine Operationen immer alle wirklich super verlaufen. Sowohl die Narkose als die Operation selber. Nach der Operation bist du die erste Woche auf jeden Fall nicht gebrauchbar. Die erste Operation, weiß ich noch, da wurde ja am meisten Fett entnommen. Da hatte ich schon viel mit zu kämpfen. Also meine Beine waren sehr bunt und es war sehr schmerzhaft. Die allergrößte Veränderung äußerlich, dass ich an Umfang einfach abgenommen habe. Die allergrößte Veränderung innerlich quasi war, dass ich leistungsfähiger war. Komplett. Bedeutet auch, dass ich die Fortschritte im Fitnessstudio wesentlich besser sehe. Die Definition meiner Muskeln, die sich vorher quasi unter diesem Krankenfett versteckt haben, kommen jetzt zum Vorschein. Ich kann rennen und rennen und rennen und rennen. Wenn ich da mal eine Stunde jogge, dann ja, ist fein. Da komme ich gut mit klar. Ich habe viel Zuspruch von Leuten bekommen, die dann gesehen haben, dass ich leistungsfähiger geworden bin. Es war schön, als die Sportliche abgestempelt zu werden. Das war einfach das größte Kompliment für mich. Seitdem ich meine OPs durch habe, ist mein Verhältnis zum Sport ganz, ganz anders und auch die Sichtweise. Früher bin ich ins Fitnessstudio gegangen, um gezielt Gewicht zu verlieren. Also da habe ich eigentlich nur Cardio gemacht und wenig wirklich Kraft trainiert, weil ich ja sowieso keine Ergebnisse sehen konnte. Im Allgemeinen bin ich im Fitnessstudio, um natürlich fit zu bleiben. Und fit zu bleiben bedeutet für mich einfach, Muskeln aufzubauen, sprich Kraft zu trainieren. Aber ganz wichtig auch die Ausdauer. Sport bedeutet mir generell viel Lebensqualität auf jeden Fall, die ich vorher nicht wirklich hatte oder nicht in diesem Ausmaß genießen konnte. Vor 5 Wochen habe ich meine Beine nochmal operieren lassen und meine Arme. Das waren quasi nochmal so die letzten Korrekturen, die ich hatte. Es bedarf seiner Heilungszeit und die muss man auch einhalten, um wirklich ein schönes Ergebnis zu bekommen. Und dementsprechend versuche ich es jetzt erstmal mit Laufen bzw. mit langsamem Gehen. Durch die OPs habe ich natürlich ein ganz anderes Körpergefühl gewonnen. Ich war schon immer eine selbstbewusste Person. Aber jetzt habe ich halt irgendwie das Gefühl, keiner kann mir was. Dass das Lipidem wiederkommen kann, ist mir bewusst. Wenn ich mich weniger bewegen würde und wesentlich schlechter ernähren würde, dann ist die Chance natürlich höher, dass es wiederkommt. Aber ohnehin ist die Chance halt da, dass es wiederkommt. Aber ich möchte einfach positiv an die Sache rangehen. Warum soll ich mir Gedanken darüber machen, dass es wiederkommt? Es gibt verschiedene Wege, die Menschen mit Lipidem gehen können. Die einen möchten sich erst gar nicht operieren, die anderen möchten sich operieren. Eben welche sagen, die Krankheit wird nie heilen. Jeder muss das individuell für sich wissen und ich bin diesen Weg gegangen und ich bin glücklich darüber. Die sprüht ja vor Selbstbewusstsein. Anders kann man es nicht sagen. Ne? Ich bin stolz auf mein Kind. Diesen Weg, den sie gegangen ist, der war steinig und schwer, wie man so schön sagt. Aber sie hat ihn gemeistert. Sie fühlt sich wohl. Ich bin stolz, dass du meine Tochter bist. Ich freue mich, dass du meine Mama bist. Ist Bibi in der Augen? Ja. Oh. Mein größtes Learning aus dieser ganzen Geschichte ist, dass man sich generell viele Kommentare einfach nicht so zu Herzen nimmt. Das ist leichter gesagt als getan, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber letztendlich zählt ja auch nur das, was du dir selber sagst, wie du zufrieden bist, wie du dich in deinem Körper fühlst. Ich freue mich auf die Zukunft. Das ist fast alles, was ich sagen kann. Ich freue mich darauf, was kommt, dass ich jetzt wieder vernünftig trainieren gehen kann. Meine Lebensenergie und die Freude, die Lebensqualität, das hat so enorm zugenommen und ich freue mich so sehr, einfach am Leben teilhaben zu können.